Nicht nur fürs Foto zusammenhalten, so lässt sich das neue Sportsponsoring der Deutschen Bank in Kooperation mit der Deutschen Sporthilfe zusammenfassen. Auf insgesamt 300 Euro verdoppelt die Deutsche Bank das Stipendium für Leistungssportler. So soll die Doppelbelastung Sport und Studium erleichtert werden. Für die Verantwortlichen der Deutschen Bank spricht vieles für dieses Engagement. Die Tatsache, dass wir glauben, dass dieses Unterfangen ein wertvolles ist, etwas, was den Sportlern hilft, was der Wahrnehmung der Deutschen Sporthilfe hilft und auch bei unseren Kollegen im Hause sehr gut ankommen wird. Circa 1 Million Euro investiert die Deutsche Bank in studierende Leistungssportler. Eine davon ist Verena Seiler, amtierende Europameisterin über 100 Meter. Neben ihrer Karriere auf der Laufbahn studiert sie Sportmanagement. Europas schnellste Frau ist nicht nur im Wettkampf einen Schritt voraus. Natürlich will ich und muss ich mich auch auf ein Leben nach dem Sport vorbereiten. Und dazu zählt natürlich ganz klar ein Studium. Nach dem Sport hat ein Leichtathlet im Normalfall jetzt nicht ausgesorgt. Studium und Leistungssport. Für Dr. Michael Ilgner setzt dieses Stipendium ein Zeichen. Wenn man sich für die duale Karriere entscheidet, dass man sich eben auf die Förderung der Sporthilfe und der Deutschen Bank verlassen kann. Verlassen können. Auch Jürgen Fitschen war sich wohl selten so sicher wie bei diesem Investment. Das Geld ist gut angelegt. Das werden wir sehen, allerdings auch ohne den Erfolg bin ich ganz sicher, dass es eine gute Anlage ist. Wann bekommt man schon von einem designierten Vorstandsvorsitzenden einer globalen Bank solch einen Anlagetipp? Mal schauen, ob ihm weitere Firmen und Sponsoren folgen.